Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA mit einem Kurzinterview mit dem Titelkämpfer am 2. Oktober, Leonard Lauber. Grüß dich. Hi, grüß euch. Hi. Wie sieht's aus? Titelfight am 2. Oktober. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Meine Vorbereitung sieht hart aus. Ab jetzt sind es ja noch genau 8 Wochen. Wir haben auf jeden Fall uns, ja, wir haben viel geplant und sind jetzt gerade dabei, das alles umzusetzen. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall ready sein. Wie oft am Tag und in der Woche trainierst du? Ich trainiere jeden Tag, bis auf Sonntag. Sonntag ist Ruhetag. An manchen Tagen trainiere ich auch zweimal, aber auf jeden Fall jeden Tag eigentlich bis auf den Sonntag. Würdest du sagen, du machst ein klassisches Trainingscamp, also 8 Wochen oder 10 Wochen vor dem Fight, oder bist du das ganze Jahr über im Training? Ich bin das ganze Jahr über im Training, aber nicht immer in der Verfassung, dass ich auch wirklich, sage ich jetzt mal, zum Beispiel einen Titelfight kämpfen könnte. Jetzt die letzten Monate habe ich schon relativ viel trainiert. Deswegen kam jetzt das Angebot von Wheel of MMA mit dem Titelkampf auf jeden Fall, kam das jetzt genau richtig. Und jetzt kann ich nochmal 8 Wochen mich spezifisch vorbereiten. Genau, deswegen bin ich, denke ich, auf jeden Fall bei 100% in 8 Wochen. Musst du viel Gewicht machen oder ist das schon deine natürliche Gewichtsklasse? Ich laufe normalerweise so mit so 90 Kilo ungefähr rum. Dadurch, dass ja bei Wheel of MMA die Waage am gleichen Tag ist, werde ich da auch nicht viel abkochen oder so. Von daher ich gehe dann ganz normal runter mit einer Diät. Aber ich muss nicht so viel Gewicht machen. Genau, legst du danach auch wieder zu? Quasi, wenn der Kampf vorbei ist, wenn der nächste Kampf erst in ein paar Monaten in Aussicht ist Ich werde mit dann. Sicherheit danach, ja, sorry, dass ich dir ins Wort falle. Ich werde mit Sicherheit danach erstmal wieder ein bisschen mehr gönnen und auch wieder ein paar Kilo zunehmen. Aber ich denke, dass ich danach, also ich möchte auf jeden Fall auch dann dranbleiben und noch ein paar Kämpfe machen. Das heißt, ich werde dann auf jeden Fall gucken, dass ich mir meine Form dann nicht ganz so wieder versauere. Du stehst jetzt vor einem Titelfight. Wie sieht's aus? Wie soll's weitergehen, wenn du gewinnst? Was ist denn dein Ziel in diesem Sport? Mein Ziel ist auf jeden Fall noch einige Kämpfe schön zu bestreiten und noch ein paar Siege einzuholen. Natürlich würde ich den Titel, sofern ich ihn bekomme, auf jeden Fall auch verteidigen. Und dann muss man sehen, was der Sport noch für mich bereithält. Ich bin offen für alles. Würdest du irgendwann auch international kämpfen wollen? Wenn das Angebot kommen würde, könnte ich es mir auch vorstellen, ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Du weißt ja jetzt, gegen wen du kämpfst. In deiner Vorbereitung, jetzt in den letzten 8 Wochen, befasst du dich intensiver mit deinem Gegner? Schaust du dir seine Kämpfe an? Oder sagst du, du bereitest dich relativ allgemein vor, dass du natürlich seine Stärken kennst? Also studierst du deinen Gegner im Vorfeld oder nicht? Ja, doch, das gehört auch dazu auf jeden Fall, dass wir, also zusammen mit meinen Trainern, werden wir uns auf jeden Fall noch die Fights von ihm nochmal genauer anschauen, dass wir da auf jeden Fall wissen, auf was wir erwarten können auf jeden Fall. Alles klar, Leonard. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Titelkampf und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Vielen Dank, danke für das Interview. Danke an Wheel of MMA für die Möglichkeit, um den Titel zu kämpfen. Und ich freue mich drauf, am 2. Oktober euch einen geilen Kampf zeigen zu können und hoffentlich mit dem Titel nach Hause zu gehen. Vielen Dank.